Wachstum unter Vorbehalt. Das ist der Titel unseres Ausblicks für das Jahr 2024. Lassen Sie mich mit dem Thema Wachstum beginnen. Wir erwarten nach einem durchwachsenen Winterhalbjahr eine allmähliche Erholung der Weltwirtschaft. Und hier wird die Erholung aber geringer ausfallen, als das in normalen Zyklen der Fall ist, weil wir auch in unserem Basisszenario davon ausgehen, dass wir eine relativ restriktive Geld- und Fiskalpolitik haben werden. Dennoch, im Jahresdurchschnitt sollte das Wachstum im Euroraum mit circa 0,5% ungefähr unverändert sein im Vergleich zu 2023. In den USA werden wir eine Abkühlung erleben. Mit 1,2% sollte das Wachstum mit einer Erholung im zweiten Halbjahr aber auch einigermaßen vernünftig ausfallen. Und in Deutschland, nach dem Rezessionsjahr 2023, erwarten wir 2024 ein moderates Wachstum. Und Inflationsraten dürften auch in den großen westlichen Ländern weiter zurückgehen. Dennoch werden die gewünschten Marken der Zentralbanken im Jahresdurchschnitt nicht erreicht werden. Das heißt, die Zentralbanken werden auch weiterhin vorsichtig agieren und die derzeitigen Hoffnungen, dass die Zinsen schnell gesenkt werden, werden sich wahrscheinlich nicht erfüllen. Dennoch, die Fed wird im Mitte des Jahres damit beginnen, die Zinsen zu senken und zum Ende 2024 erwarten wir hier die relevanten Fed Funds Rate in einer Range von 4,50 bis 4,75. Die EZB dürfte aber erst am Ende des Jahres aktiv werden und nur mit einem Zinsschritt die Zinsen leicht nach unten bringen auf einen Einlagesatz von 3,75. Auch die anderen Zentralbanken der Schweiz, in England werden die Zinsen aber eher in der zweiten Jahreshälfte leicht senken. Der Ausnahme darin werden die Japaner sein. Nach über einem Jahrzehnt von Negativzinsen gehen wir davon aus, dass diese Phase enden wird und wir eine Nullzinspolitik bekommen. Jetzt kommen wir auf den Vorbehalt zu sprechen. Was kann denn schiefgehen? Wir haben weiterhin ein sehr unsicheres geopolitisches Umfeld und mit den Europawahlen und den US-Präsidentschaftswahlen stehen wichtige Ereignisse im kommenden Jahr an. Zudem hat gerade das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gezeigt, dass die Fiskalpolitik unter Vorbehalt steht. Und auch in Deutschland werden wir mit 3 Landtagswahlen wichtige politische Ereignisse haben. Insgesamt gehen wir davon aus, dass wir eine Erholung bekommen. Das sollte auch dazu beitragen, dass die Finanzmärkte sich im Jahresverlauf, was risikoreichere Asset angeht, wieder besser positionieren werden. Und die Zinsen am langen Ende sollten zum Jahresende 2024 unter den Niveaus von heute liegen. Musik.